Bereit und nicht, Freunde, der Schlussspurt geht jetzt in die richtige Vollen hier im Togepedia bei Xenoverse 2. Ja, ja, das Togepedia. Wir haben zumindest mal die ganzen Hauptmissionen, wenn man das mal so nennen darf, die ganzen Hauptwege. Haben wir alle eigentlich soweit gemacht. Wir sind ja auch schon bei stolzen 73,8%, ja. Und die Frage ist jetzt noch mit den ganzen Side-Dingern, wa? Also Side-Dingern, in Anführungszeichen, ja, die alternativen Wege und so. Welche lohnen sich, welche nicht? Wir haben ein paar Mal schon gemacht. Alle will ich nicht zeigen. Vor allem hier von das Ende von Canton City, weil da kenne ich mich doof und dämlich noch. Aber bei jedem noch irgendwie zwei, drei besondere auszupicken, das finde ich noch ganz witzig. Jetzt zum Beispiel Michelin. Ja, weil mir Satan, Beerus, Jakovis, vor allem Wies, denke ich mal, wird immer das Gleiche sein. Beerus eigentlich immer ein bisschen das Gleiche sein, war deswegen. Wir schauen mal, was mit Michelin hier abgeht, war mir Satan. Ich glaube, auch noch relativ. Ja, wobei, so selten ist auch eigentlich wieder nicht. Oder hier mit zum Guan Zukunft, wird auch interessant werden. Ja, und den Rest mache ich eben offscreen. Tudu. Dann wollen wir doch mal gucken, Leute, wa? Im Prinzip auch hier wieder, wir kennen das ganze Prozedere bis hin zum eigentlichen Kampf. Was wird anders sein? Vermutlich, wenn man sich denken kann, einfach nur, dass, ja, andere Sätze oder irgendwie ein Gegenhaut, aber so etwas in der Art. Ich überleg mal, es waren ja die Cell-Spiele. War da. Ja gut, C18. Das ist der einzige Hinweis, den ich irgendwie mit Krillin zusammenbringen könnte. Weshalb es vielleicht irgendetwas Besonderes gibt. Fang einfach jetzt an. Ah, C18. Aua! Aber Trunks konnte es. Was ist eigentlich mit der C? Was ist eigentlich los hier? Die ist richtig krass drauf. Sag mal, was ist mit Alten? Jetzt kommt der auch noch. Ja, man kann es mal aufhören mit Porten. Final! So. Schon doof, weil man nicht mehr Energie absorbieren kann. Aber was heißt nicht mehr, das kam halt nur in GT vor. Also kommt er es noch, insofern. Ui, ui, und das gibt's doch nicht! Ich verstehe nicht! Mann, Mann, Mann! Ja, das mit GT, war ist immer so eine interessante Sache, was mittlerweile so ein bisschen in diversen Foren, auf YouTube, in diversen Videos, vor allem natürlich jetzt auch mit dem Ende von Dragon Ball Super ein bisschen lese oder auch mit Dragon Ball Heroes, was Ding so abgeht. Ist ganz interessant, was da sich ja, gewisse Leute halt zusammenreimen. Und zusammenreimen natürlich, was immer noch akut ist und immer noch weltberühmt, natürlich die Tatsache. Wegen, hey, GT ist nicht Kanon, da war ich schon längstens von Akira Toriyama. Ups, war der falsche. Dann kann ich zuerst mal Mahnung machen. Ist es. Ja, ich weiß, ich quatsch gerade drüber, ist mir jetzt auch scheißegal. Es ist schon längstens bestätigt worden, dass es eine. Ja, andere Realität, eine andere Welt ist, wie auch immer. Was ja auch schon in diversen Spielen und so weiter auch schon gesehen haben. Zum Beispiel, was Xenoverse 2 ja auch schon gesehen haben. Da im DLC, wo es um die Zukunft ging mit Trunks, wo da sein Genki-Dama-Schwert erschaffen hat.
mit Energie von, ja, aus anderen Welten halt eben auch, wa? Und dann auch aus der Zukunft, hä, mit einem, ja, Guam Future noch gelebt hat, oder Future Kid Trunks oder Teen Trunks wohl eher. Ja, zu spät. Könnt aufhören, hallo. Alter, wird ja einfach weiter quatschen. Und schon längst alles vorbei ist. Ja, hätte sie eh keine Chance. Wo war ich stehen geblieben? Genau, da wegen dem Future Trunks, oder? Wo da halt aus verschiedenen Welten, kann man eigentlich so sagen, da auch Energie bezogen hat. Und da hat man ja auch die Welt von GT gesehen, hä? Also. Warum sollten eigentlich die Story von Future Trunks, sag ich jetzt mal, warum soll die dann Kanon sein, wenn es GT dann nicht wäre? Wobei eben Kanon ist immer so ein Begriff, zum Teil hat er den sowieso ganz ehrlich. So, ich mache jetzt mal hier rüber mit Son Goku in Zukunft. Müsste ich auch irgendwo abgelegt haben, hier ist er. Ja, eine sind so Dinge, wo ich mal frage, Leute, recherchiert ihr überhaupt, bevor ihr da irgendeine Antwort raus, oder von wegen einfach, hey, jetzt gibt's ja super, geht es scheiße, geht es nicht Kanon, zack, alles andere, wen interessiert das schon? Und zum Beispiel auch, was interessant ist, dass die Xeno-Charaktere aus Dragon Ball Heroes, also auch Xeno-Trunks, Xeno-Goku, Xeno-Gohan, die haben offenbar alle die Ereignisse aus Dragon Ball, Dragon Ball Z. Ich erwähne jetzt extra mal ein Anime, Dragon Ball Z. Ein paar Filme, offenbar auch irgendwie da, wo Slug auftaucht und so. Und auch das mit der Film Fusion, wo sie zum ersten Mal Gogeta schaffen haben. Obwohl so ein Goku in, also Goku in Xeno-Goku, ich glaube, ein bisschen verwirrend, ich weiß, aber trotzdem. Obwohl der damals in dem Zeitpunkt gar nicht tot war. Offenbar. Keine Ahnung. Manchmal auch ein bisschen unterschiedlich halt, was da irgendwie so abgeht. In diesen Parallelwelten, sag ich jetzt mal. Und der hat ja auch die Ereignisse aus Dragon Ball Z, Kampf der Götter, miterlebt. Das heißt, er hat auch mal die Kraft eines Super Saiyajin Gottes oder irgendwie immer noch der gestärkte Körper so, keine Ahnung. Und hat auch schon die Ereignisse aus GT hinter sich. Hä? Da ist mal interessant. Nur weil ja immer wieder viele Leute sagen wegen Xeno Goku, Super Saiyajin 4 kann gar nicht so stark sein wie Super Saiyajin Blue, geht doch gar nicht. Ja, aber natürlich beide Base Gokus, oder sagen, kannst auch sagen, beide Super Saiyajins. Normale Super Saiyajin Goku und der aus Xeno, wenn beide gleich stark sind, warum kann nicht auch der vierfache Super Saiyajin Xeno Goku gleich stark sein wie der Super Saiyajin Blue Goku? Und ja, ich weiß, im Spiel war irgendwie war klar, dass Super Saiyajin Blue Goku stärker ist, aber im Manga und auch im Anime sind sie gleich stark. Da haben sie irgendwie ein bisschen geändert. Und durch Fanbase oder so, keine Ahnung. Das ist sowieso etwas so. Dragon Ball, was ich mittlerweile. Es war seit Super ist es extrem geworden. Mal gucken, was irgendwie Gohan Future noch irgendwie macht. Ja, früher war es eigentlich immer klar. Bei Dragon Ball, Dragon Ball Z, auch bei GT war eigentlich immer klar, es gibt den Manga und es gibt den Anime. Alles, was nicht im Manga vorkommt, ist damit auch nicht Kanon. So. Und dann fing man plötzlich mal an, irgendwie von, ja, deswegen war GT, haben langsam gesagt, ist nicht Kanon, weil gab nur ein Anime, kein Manga. Gab es plötzlich mal einen Manga davon, dann kam irgendwie Dragon Ball Heroes mit Dragon Ball Super, oder? Und Dragon Ball Super gibt es ein Anime und ein Manga, wobei der Manga, also der Anime ist schon längst vorbei, der Manga wird immer noch produziert, die sind immer noch da im letzten Turnier halt. Und vor allem das Turnier der Stärke, weil alle Universen gegeneinander antreten. Das ist so unterschiedlich zum Anime, das ist unglaublich. Da kannst du eigentlich sagen, das sind eigentlich auch zwei Welten. Und deswegen gibt es mittlerweile auch schon ein bisschen die Theorie, dass es halt bezüglich Dragon Ball und so mehrere unterschiedliche Dimensionen gibt, eben Parallelwelten. Früher hat man gesagt, ja, es gibt eine Anime-Welt, es gibt einen Film, also Anime-Parallelwelt, es gibt eine Kanon, in diesem Sinne Manga-Parallelwelt, es gibt eine Film-Parallelwelt, damit hätten wir drei, wären schon alle.
Ja, also kannst du mittlerweile vergessen. Es ist mittlerweile so viel Unterschiedliches passiert. Aber ich finde eben deswegen ist Dragon Heroes so geil, weil dort siehst du immer richtig, wie es eigentlich ist. Oder wie chaotisch es ist, weil alles ein bisschen unterschiedlich ist, alle aus verschiedenen Welten. Da kommen dann diversen Dimensionen dazu. Dimensionen. Universen, Entschuldigung, nicht Dimensionen, sondern Universen. Also, ja, ist halt echt, kann man sagen, verwirrend. Das ist so. War deswegen auch spannend für den einen oder anderen, für mich zumindest. Ah, oh, jetzt kommen die Cell Juniors, wa? Der kann nichts mehr abziehen. Ja. So wie nochmal dazu, Freunde. Was auch schon, wenn wir schon mal ein Thema Gete sind, auch schon ein bisschen begonnen hat. Von wegen, dass es. Ja, ist ja mehr die Fan-Theorie. Einige sagen schon, ja, es gibt schon Hinweise darauf und so. Wegen Dremel Gete. Also vor allem jetzt auch, wie bereits erwähnt, da dieser Xenogoku aus Dragon Heroes. Der hat ja die Ereignisse. Ich weiß einfach mal. Hä? Geht doch weiter? Ich dachte, wer. Ups! Achso, das sind die gleichen! Ah, das sind Future C17 und Future C18, achso! Ja, das war mal cool. Also kann ich sagen, genau, wegen Xenogoku. Jetzt, wo immer mehr ins Ampel gerückt wird, auch die anderen Xenocharaktere, die halt wirklich alle aussehen wie ein GT, also auch Goten, Xenogoten. Und dann eben die Transformation, vielfach ein Super Saiyajin, oder? Was nicht irgendwie, ja, sind nur die beiden, Goku und Vegeta, nee, wird immer weiter ausgebaut, auch Gohan ist mittlerweile schon vielfach ein Super Saiyajin. Broly, Bardock, ist auch schon geschafft, es gibt ja Gogeta, logischerweise, es gibt auch schon Vegeta als einfach ein Super Saiyajin. Und, ja, weil Xenogoku, wie schon mal erwähnt, soll er die Ereignisse, also er Beerus und Wissen zwar erkennen, eben die Ereignisse aus Gott der Zerstörung, Gott der Zerstörung, Kampf der Götter, aus dem Film hat er miterlebt, oder Anime, war der Film. Oder explizit drauf, oder der Manga, keine Ahnung, was genau war, ob es der Manga oder Film war. Ist sowieso alles gleich, außer dass der Anime extrem gestreckt ist. Ja, da haben sie ein bisschen übertrieben. Die Animation ist cool. Ach, ein lebt noch, okay. Kann ein bisschen weiterzählen. Ja. Und weil er eben Xenogoku eigentlich miterlebt hat, deswegen die Kraft eines Gottes hat. Oder hatte, weil er hat irgendwie nie gelernt, wie man einen Super Saiyajin Gott kontrollieren kann. Und da gibt es eine Theorie: Hey, Super Saiyajin Gott, die Energie kontrollieren, wie es in der Legende hieß, geht nicht, weil die verlässt die Energie und das war's. Du hast die Energie nicht mehr. Vielleicht ist das ja wirklich so in der Regel und in der Parallelwelt, die wir von Dragon Ball Super kennen, ist es halt anders. Da kann man sie nicht kontrollieren. Aber das würde bedeuten, rein theoretisch in Dragon Ball GT könnte Son Goku ja auch schon diese Kraft gehabt haben. Was erklären würde, wieso ein GT so verdammt stark ist, war das Kind schon. Versteht ihr, was ich meine? Und ja. Weil eben auch klar ist, dass Xenogoku auch die Ereignisse aus Dragon Ball GT schon hinter sich hat, aber wieder erwachsen ist. Und offenbar in der Base von gar keinen Schwanz hat, in einem vierfachen Super Saiyajin haben müsste oder so. Crazy zumindest. Steht halt die Frage, hey, GT, also was kommt nach Super? Wir haben ja einen Teaser bekommen auf Oop. Ah, jetzt kommt Goku wieder. Ah, er kann auch mal, cool. Nö, er kann nicht mehr. Schade. Eben weil er eigentlich aus GT miterlebt hat, ist natürlich die Frage, ja, welches GT? Das GT, was wir kennen? Oder aber ist es ein eventueller oder potenzieller Nachfolger von Dragon Ball Super? Sogenannt Dragon Ball Super GT. Oder ist Dragon Ball Super GT schon GT, zumindest die meisten Teile, wie ihr es kennt, aber halt nach dem Turnier der Kraft, also sprich Son Goku, Vegeta, Super Saiyajin Blue und so weiter und so fort.
Wer weiß, ich meine, Pan wurde angeteasert, die gibt's bereits. Wobei, gibt's im Manga, wurde die auch schon gezeigt? Ich weiß gar nicht mehr. Wurde die Manga auch schon angezeigt bei Dragon Ball Super, nur war nur im Anime. Auf alle Fälle, was er garantiert weiß, wenn ich gerade das Bild vor Augen habe, ist Uub. Weil der wurde im Anime nur erwähnt, im Manga wurde er aber gezeigt. Ja, und jetzt, ich meine, Dragon Ball GT behandelt beides. Pan und Uub. Vor allem in der Hauptrolle. Also, Uub ein bisschen weniger leider. Hätte noch ein bisschen mehr ausmachen können, vor allem in der. Ja, bei den Shadow Dragons und der Super 17 Staffel. Wobei, Uub kommt irgendwie auch, was man das mal erinnere. Uub kommt ja auch in. Also, jetzt nicht nur mal Dragon Ball GT, sondern auch bei Dragon Ball Heroes kaum vor. Na, wisst ihr, es geht mir eigentlich nicht darum, dass ja Gokus große Worte am Ende von Dragon Ball Z von wegen, hey, ja, Uub, ich trainiere dich jetzt, damit du künftig die Erde beschützen kannst. Was Dragon Ball GT eigentlich auch gemacht hat, erst in 40 Folgen. Ja, ist halt ein bisschen. Oh! Die Musik passt gar nicht. Bye-bye! Ja, soviel dazu. War aber interessant, da mit Gohan gesehen. Ich sag schon Xeno, Alter! Mit Future Gohan, Mensch. Was mir mal so auffällt, man schaut mal, Heroes könnte vielleicht auch ein Versuch sein. Nebst den uns normalen, bekannten Charakteren. Also, sag ich mal, als normalen Timeline von Dragon Ball Z, Dragon Ball Super und so. Wobei Dragon Ball Z ist. Darf ich jetzt nicht so sagen, weil Dragon Ball Z ist eigentlich der Anime und der Anime und Manga nicht viel miteinander zu tun. Weil wir dort einen Anime damit hineinbeziehen und dürfte es keinen Golden Freezer geben. Weil wäre unlogisch. Da ja das mit der Hölle im Anime anders ist und er im Anime genug Zeit gehabt hätte, um die Form zu trainieren und deswegen müsste er im Anime eigentlich viel stärker sein und so. Also ist ganz ehrlich, also manchmal habe ich das Gefühl, Dragon Ball irgendwie zu sagen, hey, ich mache eine Zeitlinie mit allen Ereignissen, natürlich auch Parallelwelten so alles aufzuzeichnen und sich vorzustellen, das ist, ganz ehrlich, ich glaube, das ist schwieriger als in der Zelda. Wollte gerade sagen, Zelda-Timeline, nee, in der The Legend of Zelda-Reihe. Weil, ja, da hast du halt die ganzen Spiele, die kannst du ein bisschen anordnen. Ja, gut, gibt vielleicht mehrere Varianten. Es gibt die offizielle Zelda-Timeline von Nintendo, cool. Und jedem gefällt oder nicht, ist ein anderes Thema, klar. Sondern die anderen, nee. Also, haben wir noch ein bisschen Zeit, da kommen wir an Mrs. Harden noch. Zumindest die schon mal gemacht hier oben. Ja, aber halt, gemäß den Ereignissen in den Spielen kannst du da nicht so viel, hast nicht so viel Spielraum. Außer natürlich, du sagst dir, weißt du was, ich scheiß auf die offizielle Timeline da von Nintendo, mach meine eigene. Aber auch da bist du ein bisschen eingegrenzt. Was hier bei Dragon Ball mittlerweile abgeht, da ist ja echt pervers, ganz ehrlich. Vielleicht täusche ich mich ja auch, vielleicht seid ihr anderer Meinung, aber das. Ich habe mir schon öfters mal überlegt, ob man wirklich mal ein Video daraus raushauen soll. Meine eigene Vorstellung davon, wie das Dragon Ball Universum aufgebaut ist mit allen bisherigen Ereignissen. Das Problem daran ist, so ein Video wäre nicht mehr up to date. Weil Dragon Ball Super, klar, Anime ist vorbei, Manga läuft noch, nach bald kommt der Film raus. Ich müsste mindestens warten, bis das vorbei ist. Ja, und dann, was ist mit Dragon Ball Heroes oder Super Dragon Ball Heroes von mir aus? Und was ist mit zukünftigen Dragon Ball Ereignissen? Wenn man da mal irgendwo sagen könnte, hey, jetzt wieder mal so einen Schnittpunkt gesetzt, jetzt geht es momentan nicht weiter, Dragon Ball Projekt ist pausiert oder so, dann wäre es eine Variante. Wenn man mal hinsetzen könnte und sagen könnte, hey, jetzt versuche ich es nochmal. Aber solange das nicht gegeben ist, macht es glaube ich keinen Sinn nach, ja gut, ich muss dann mehrere Updates machen. Ja. Wenn es irgendwann doch wieder weitergehen würde, weil ich bezweifle wirklich, dass Dragon Ball jemals wird das ist übertrieben, aber in der nächsten Zeit wieder vorbeigehen wird. Der Hype, ja, ist halt wieder da, kann man so sagen. Da war ein gar nicht weg, aber in den ganzen Spielen und so weiter, die es mir wieder gab. Auch wenn der Anime und Manga, vor allem der Manga, Dragon Ball Manga damals, schon längstens vorbei war,
und Anime von dem her auch und Dragon Ball GT von vielen gut aufgenommen worden, von anderen nicht. Von vielen auch nur ein Teil, wie von mir. Das auch sagt, hey, die ersten 40 Folgen sind geil bei Dragon Ball GT. Was wenn mal ein richtiges Dragon Ball ist, mit Dragon Ball suchen und so und ja auch ein bisschen Humor dabei, nicht immer so verdammt ernst, trotzdem die Kämpfe sind nicht irgendwie lächerlich, sind gut in Szene gesetzt, sind auch plausibel. Nicht immer frei nach dem Motto, hey, der Stärkste gewinnt und so. Auch ein bisschen Taktik dahinter. Neuerungen. Musik war auch immer geil, wie ich finde. Ja, ist auch ein bisschen etwas, wenn ich schon mal beim Thema bin. Wie gesagt, da wegen Dragon Ball Heroes und so, da kannst du viel interpretieren. Das Video ist sowieso viel zu kurz hier. Für meine komplette Meinung. Geht ja mehr darum, dass ich mir wünschen würde, dass viele Fans oder solche, die vielleicht denken, sie wären Fans, weil viele, ja, man sieht es anhand der Kommentare, dass viele gar keine Fans sind, einfach mal ihren Dampf ablassen wollen, leider. Oder auch quasi auf den Hater-Zug von anderen aufspringen, gibt es leider immer mehr und mehr, nicht nur bei solchen Dingen, sondern auch Real Life und so weiter und so fort, aber egal. Ja, was auch an Dragon Ball Super, genau. Kritikpunkt. Was ich an Dragon Ball Super immer noch ein bisschen schade finde. Und deswegen auch die verstehe, die sagen, hey, Dragon Ball GT ist geiler. Ja, Satan kämpft ja echt, wieso eigentlich? Der kann ja eh nix. Soll ich echt doch alle Kämpfe sagen, wenn doch nicht so unterschiedlich sind? Verdammt mich! Und einfach schneller fighten, wa? Weil eigentlich sind die echt keine Gegner mehr. Moment, ich komme gerade zum Kritikpunkt. Ich bin gerade irgendwie noch dabei zu lesen, was sie gerade sagen. Ja. Dragon Ball Super. Beginnt schon mal episch. Gott der Zerstörung. Quasi, ja, ein Gott zu sein ist episch, ist das Größte. Endet damit, dass eigentlich... Aber der wird doch abhauen, was? Doch immer das gleiche, oder was? Ja, schon längst vorbei! Alter! Und dann damit, dass im Prinzip ein Sterblicher, nämlich Chirin aus Universum 9, der stärkste ist, weil, ja, Ultra Instinct Goku zähle ich jetzt nicht unbedingt dazu. Da ist ja eigentlich. Ja, hat das aber aus eigener Kraft geschafft, das ist immer so eine Sache. Aber er konnte die Kraft nicht halten, sag's mal so. Und Chirin, der war eigentlich schon immer ein Sterblicher durch hartes Training, stärker als ein Gott der Zerstörung zu werden. Episch. So. Ja, und trotzdem heißt die Serie ja Dragon Ball. Dragon Ball Super. Wegen Super Dragon Balls. Super Dragon Balls? Einfach mal Dragon Balls in XXL. Okay. Von der Idee her, ja gut, ich meine, es geht um mehrere Universen und so weiter. Das ist natürlich größer Dragon Ball schon sinnvoll, auch die Erklärung dahinter und Super Shenlong, gut, Name ist natürlich beschissen, Super Shenlong, hallo. Wenn der Super Shenlong heißt, der Name Kiana damals, von diesen Dragon Balls ein Stückchen ich sage es mal, geschnitten haben, um damit ihre eigenen namekianischen Dragon Balls zu erschaffen, wieso nennen sie dann ihren Drachen nicht auch Shenlong? Da heißt er einfach vielleicht einen namekianischen halt, Shenlong Porunga? Gut, da wäre vielleicht eine Erklärung dafür. Aber warum heißt denn der Super Shenlong? Egal. Nee, es geht mehr um, ja, das, was Dragon Ball ausgemacht hat. Die Suche nach den Dragon Balls. Das war bei Dragon Ball so, bei Dragon Ball Z. Gut, es war nur bis zu Freezer Saga so, nachher hatten wir andere Probleme. Aber trotzdem, es war noch so. Dragon Ball, also in diesem Sinne am Anfang, ja. Anfang Dragon Ball Z war es noch so. Bis mit Freezer Saga. Dragon Ball GT, bis mit Baby Saga, war genauso. Und Dragon Ball Super. Super Dragon Ball suchen. Ist ein Schnaller auf einem Haufen, okay. Am Schluss vom Turnier. Ja, wir geben die Super Dragon Balls als Gewinn. Wir haben sie schon gesammelt. Ja, nee, ist klar. Das Konzept davon wegen Super Saiyajin Gott, dann Super Saiyajin Gott, Super Saiyajin. Ja, ich weiß, Super Saiyajin Blue. Der Ultra Instinct. Sind einfach immer wieder so Dinge. Ja, immer noch einen draufsetzen. Und ein Konzept, das wirklich irgendwie, wie ich finde, zufriedenstellend wirkt, versteht ihr?
Weil du es einfach stärker wirst? Ja, ist klar. Oder hey, der ist zu stark, ja, fusioniert doch. Okay. Das Einzige, was ich dann ein bisschen originell fand, war echt da in der... Ich mache jetzt echt nochmal ganz kurz mit Whis, weil ich gucken will, ob es echt so ist, wie ich es vermute. Und ganz kurz weiterzählen kann. Das Einzige, was ich originell fand, war in der Future Trunks Saga in Dragon Ball Super. Wo es darum ging, Zamasu zu schlagen, weil der Typ ist ja unsterblich. Okay. Ist ein Gott, aber war vorher noch nicht unsterblich, das ist sowieso eine Sache. Es gehört nicht, dass automatisch unsterblich sind, aber es ist ein anderes Thema. Jedenfalls wünscht sich Unsterblichkeit, okay. Deswegen kann man ihn nicht töten. Logisch. Was macht man? Versiegeln mit dem Mafuba. Hey, endlich wieder mal eine alte Technik, um den Gegner zu besiegen. Und was passiert? Natürlich funktioniert's nicht. Nein, man konnte es nicht darauf beruhen lassen, um Zamasu wieder mal, vielleicht später mal zurückzubringen oder so. Nee, man muss natürlich sagen, nö. Goku muss natürlich so blöd gewesen sein, das Siegel zu vergessen. War, glaube ich, im... Was, im Manga und Anime? Ich bin mir so sicher. Ob es nur im Anime war. Ebenfalls, ja. Hab das Siegel vergessen. Scheiße. Okay. Whis ist noch dabei. Schön. Nein! Wieso war er zu weit weg? Kann ich mal ganz kurz hier konzentrieren? Sel, ich bitte dich. Oh, der echte abstimmt. Ja, war klar, er haut ab. Okay, verpiss dich, Whis. Findest du? Haut ständig ab. Ah, oh Mann, gleichzeitig zocken, plus die Texte auf dem Bildschirm lesen und selber noch irgendwie seinen Senf dazugeben, ist schon ein bisschen schwierig. Ja, war Schlingelin, genau. Haben sie ihn auf, wollten ihn versiegeln? Nö, so gut war zu doof, an das Siegel zu denken. Muss es so sein, wa? Ging nicht anders, weil sonst wärst du schnell vorbei gewesen. Was passiert? Sie fusionieren beide, Black und Zamasu. Ja, Fusion, klar, muss natürlich Vegeto Blue regeln. Ist logisch. Und wieder mal eine Fusion, die den Gegner nicht bezwingt, wie schon bei Super Buu der Fall war. Die Fusion muss sich ja auflösen. Die Erklärung dazu? Ja, bei Nicht-Kaioshin wirkt die Fusion nur eine Stunde. Und bei Super Saiyan Blue, ja, hat es ja nicht vertragen, der Körper. Diese immense Kraft. War es göttlich oder so? Keine Ahnung. Und, ja. Diese Erkenntnis haben wir jetzt hinzugefügt. In Dragon Ball Z war es auch nicht bekannt. Wohlgemerkt, es ist der alte Kaioshin, der damals gesagt hat, hey, die Potara-Fusion hält ewig. Die wollen mir alle ernst erzählen, dass der alte Kaioshin das nicht wusste, dass das bei, sag ich mal, Normalsterblichen nur eine Stunde hält? Ernsthaft? Wollte mir alle ernst das weiß machen? Schon die Erklärung fand ich sehr, sehr scheinheilig. Ja, nicht scheinheilig, aber einfach ausflüchtend. Ja, und danach Zamasus eigentliches Ende, Von wegen, ist zu stark und so, wir können nicht besiegen, das war ja sowieso im Anime und Manga sowieso komplett unterschiedlich. Im Anime war es zumindest so, dass Trunks noch stark hervorgehoben wurde, aber im Manga, da ist er total schwächer geblieben, leider. Ja, ich sehe schon, dass ich gleich sterbe. Oder bereits tot bin. Ja, es kommt davon, wenn man sich nicht auf den Kampf konzentriert, sondern auf das Geschehen. Aber wir haben es geschehen, was passiert. Insofern kann ich es eigentlich vergessen. Und nachher Offscreen machen. Alter. Ja, wie man Zamasu vernichtet hat. War im Anime, im Manga genau dasselbe. Doch, stimmt, war genau dasselbe. Und wieder so. Ja, wir sind jetzt stark genug. Okay, jemand anders, der stärker ist, soll es machen. Nehmen nur das Prinzip stärker, stärker, stärker. Ohne große Strategie dahinter. Vor allem natürlich Zenusama, Ja, ich lösche das Universum aus! Yeah, geil! Boom! Ja, vor allem das Prinzip dahinter, von wegen Son Goku, was animiert ihn, damit er immer stärker wird? Genau, stärker Gegner, es gibt immer einen Stärken da draußen. Ja, super! Ein Zeno kannst du gar nicht besiegen, das geht nicht!
Sie haben es mittlerweile geschafft, Männer von Dragon Ball Super, das stärker sind als ein Gott der Zerstörung. Bravo, bravissimo, vielleicht sind sie immer noch stärker als ein Engel, also sprich als Whis, aber an Zinnosamar kommst du einfach nicht dran. Kannst du vergessen. Das ist immer schon so gestört, dass man den eigentlich quasi so vorgestellt hat und gesagt hat, hey, da ist der König von allem, der Stärkste von allen, unbesiegbar und so, vernichtet alles, löscht alles sofort aus. Ja, geil, toll. Muss ja eigentlich... Also ganz ehrlich, ich kann so gut stillen, hätte gesagt. Ja, toll, wieso trainiere ich überhaupt noch? Ich kann eh nicht stärker werden als der. Okay, tschüss. Naja, das sind halt solche Dinge, die einen... Vielleicht liegt es daran, dass ich irgendwie auch von alter Schule bin und so. Oder hat andere Gründe, keine Ahnung. So, Freunde, egal. Aber es ist genug gequatscht über das ganze Thema. Viel mehr sein wollte. Ich sage nochmal, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Wir werden in der nächsten Folge... Das hier mit Whis mache, wie gesagt, offscreen, dann wird hier das gleiche. Also ich lasse mal hier Beerus, Jakko, Whis lasse ich jetzt mal so weg. Genauso wie kümmert sich Mr. Satan, weil es wird immer das gleiche sein, wenn nicht, dann seht ihr es. Weil ich werde es eh aufnehmen. Und einfach halt unkommentiert zu lassen. Wenn ich dann sehe, oh, ist auch etwas passiert, quatsch, schreibe nochmal schnell drüber und bringe so ein Part rein. Aber vermutlich wird es nicht so sein. Das heißt, in der nächsten Folge geht es hier mit Son Gohan und zwar in doppelter Manier weiter. Son Gohan plus Son Gohan Zukunft. Das dürfte ein Spaß werden. Und dann hier. Ja, es lag, war. Plus nochmal Son Gohan. Alter, was ist mit der Zukunft? Gut, hier ist natürlich Zug. Ja, also. Nee, warte mal. Weil hier unten die Zukunft. Hä? Warum ist der hier so eine große Nummer? Warum nicht hier? Das muss ich gar nicht machen, weil. Ja, doch, mit Bios mache ich sie. Ich mache sie mit Bios, komm. Und hier machen wir natürlich Son Goku und Freezer. Hä? Der muss ich gar nicht mehr, der ist eh schon fertig. Son Gohan und Cooler, ganz klar. Und das hier mache ich aber gar nicht mehr, Leute, weil wir haben. Ja, wir wissen ja, einfach irgendwo kommt ein anderer Gegner. Wieso ist hier eigentlich Son Gohan und Videl? Vorhin war nur Son Gohan, das ist auch ein bisschen verwirrend. Ein Poli wäre es cool, dann gucken, wer da kommt. Oder Beerus vielleicht? Ne, mit Fu wollte es genau mit Fu wollte es machen. So, aber dazu ein anderes Mal. Nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.